1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, Mittwochnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht. Und das Thema heißt, diese Frau ist mein Verderben. Kennt ihr eine Frau? Habt ihr eine Frau in eurer Umgebung, von der ihr genau das sagt? Diese Frau ist mein Verderben. Weil sie vielleicht gewalttätig ist, weil sie bösartig ist, weil sie hinterhältig ist, weil ihr nicht von ihr loskommt, weil ihr Angst vor dieser Frau habt. Wenn es eine solche Frau in eurer Umgebung geben sollte und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann wählt diese Nummer hier 0800 220 5050. Diese Frau ist mein Verderben, unser Thema heute Nacht. Oder ihr faxt uns ganz einfach und ganz keck unter 0800 220 50 51 oder ihr mailt unter domian@wdr.de. Bin gespannt auf den ersten Anrufer und der erste Anrufer heißt Daniel und der Daniel ist 23 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Daniel. Welche Frau ist dein Verderben? Ja, ich war 2 Jahre lang mit einer Frau zusammen und also das Ende von der Beziehung ist jetzt auch schon 2 Jahre her und auf jeden Fall war diese Beziehung so ziemlich das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist eigentlich. Warum? Weil, es hat eigentlich alles ganz normal angefangen. Am Anfang war es eigentlich eine normale Beziehung, aber nach einer Zeit dann ist nach ungefähr 4 Monaten ist es schon immer schlechter geworden. Und sie hat mich dann auch langsam, aber sicher immer mehr meiner Freiheit beraubt. Und wie hat sie das gemacht? Ich habe praktisch keine Freunde mehr gehabt. Ich habe sämtliche Hobbys aufgehört. Ich habe mich eigentlich gar nicht mehr um mich selbst gekümmert, sondern nur noch um sie. Also sie wollte das so, dass du dich völlig um sie kreist. Nur sie sollte der Mittelpunkt sein. Genau, sie war auf jedes Hobby eifersüchtig, auf jede Person, die mit mir geredet hat. Auch auf deine Kumpels und männlichen Freunde? Absolut, ja. Ja. Ich hatte keinen einzigen Freund mehr, nicht dann noch kurzer Zeit schon. Ja. Das war schon relativ am Anfang so. Wie hat sich das denn dann hinterher noch gesteigert? Ja, also der traurige Höhepunkt war, dass nach einiger Zeit sie sogar angefangen hat, gewalttätig zu werden. Mhm. Und ich mich leider nicht getraut habe, mich dagegen zu wehren. Was heißt denn gewalttätig? Was hat sie getan? Ja, sie hat das wegen Lappalien hat sie zugeschlagen. Wie hat sie dich geschlagen? Ja, genau. Ja, wie hat sie dich geschlagen? Mit Füßen, mit Fäusten, mit Gegenständen. Auch ins Gesicht, auf den Kopf, an den Kopf? Ja, immer eigentlich. Hast du auch schon mal verletzt? Ja, also offene Lippen, blaue Flecken. Ja. So die Sachen. Und kam das dann auch, also je länger die Beziehung wurde, wurde das auch intensiver und öfter? Kam das öfter vor? Ja. Das kommt sehr häufig vor. Also du kannst gar keine Zahlen nennen, so oft hat die mich geschlagen. Das ist ganz, ganz viel, dass du dich gar nicht erinnerst. Genau. Wie hast du denn da reagiert, wenn sie auf dich eingeschlagen hat? Ich habe nur versucht, mich selbst einigermaßen zu schützen. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Und sie hat dann auch, ich habe zum Beispiel, wenn sie geschlagen hat, versucht, mir die Hände festzuhalten. Und sie hat dann, also sie hat eigentlich immer alles umgedreht und sie hat dann so getan, als hätte ich ihr wehgetan. Und sie hat eigentlich alles immer genau umgedreht. Achso, sie hat dich dann auch noch beschuldigt hinterher, dass du ihr wehgetan hast, obwohl sie angefangen hat. Genau. Ja. Und sie hat dann auch, weil hin und wieder hat dann sie blaue Flecken an ihren Handgelenken und sie hat dann eben gesagt, dass alle Leute in ihrer Umgebung schon denken, ich schlage sie. Wie alt war sie eigentlich damals? Du warst da um die 20? Ja, Anfang, genau. Knapp unter 20? Ich war 19, genau, und sie war 18. Ja. Gab es dann zum Schluss noch einen Höhepunkt, durch das das Ganze dann eskaliert ist? Nein, es war nicht mehr, das war nicht alltäglich. Ja, und wie ist es dann zu dem Ende gekommen? Hast du Schluss gemacht oder hat sie dich vor die Tür gesetzt? Nein, ich habe es aus eigener Kraft nie geschafft, loszukommen. Sie war dann in Urlaub und ist aus dem Urlaub zurückgekommen und hat dann gesagt, dass sie das nicht mehr möchte. Und ach, du hast es aus deiner Kraft nicht geschafft, loszukommen? Ja, es war wie folgt. Also sie ist aus dem Urlaub zurückgekommen und hat gesagt, sie möchte die Beziehung beenden. Und ich habe natürlich ja gesagt und
Kurze Zeit nachdem sie Schluss gemacht hat, habe ich ein Studium angefangen und habe da dann jemand Neues kennengelernt. Aber dann schon nach kurzem hat sie wieder den Kontakt mit mir aufgenommen und wollte dann auch wieder mit mir zusammen sein und hat dann zum Schluss sogar gebettelt, wieder mit mir zusammen zu sein. Und bist du darauf eingegangen? Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich dann innerlich so sehr an die neue Frau geklammert, dass ich es dann letztendlich geschafft habe, dass die Beziehung vorbei ist. Jetzt gibt es keinen Kontakt mehr zu der Frau? Nein, absolut nicht. Nur hast du ja nicht so besonders gut abgeschnitten in dieser Zeit, was du gerade erzählt hast. Genau. Ne? Das war eigentlich eine schwache Nummer von dir. Das, ja, eigentlich schon, dass du das hast alles mit dir machen lassen. Ja, absolut. Wie denkst du heute, nach im Abstand so von 2 Jahren, sagst du, das liegt ungefähr 2 Jahre zurück, wie denkst du darüber? Ja, es belastet mich, glaube ich, immer noch sehr, aber ich glaube andererseits auch, dass ich schon sehr viel daraus gelernt habe. Was hast du daraus gelernt? Ja, dass ich mich nicht mehr so unterdrücken lasse, dass... Ja. Ich habe auch in letzter Zeit sehr an meinem Selbstbewusstsein gearbeitet. Und bist du mit der Frau immer noch zusammen, die du damals, von der du gerade erzählt hast, dann zusammen? Nein. Ja. Mich macht das so ein bisschen stutzig gerade, du sagtest, ich habe mich dann an die neue Frau geklammert. Das ist ja wieder sowas, was eigentlich nicht sein sollte. Ja, ich habe, es war mir so, dass ich mir eingeredet habe, ich habe mich versucht, ganz drauf zu konzentrieren. Und immer wenn sie gesagt hat, sie möchte mich wieder zurück, dann... Ja. Habe ich mich praktisch innerlich so sehr darauf konzentriert, auf die neue Frau, dass ich, weil, keine Ahnung, ich bin halt wirklich sehr unter jeder Kontrolle gestanden. Ja. Wie erklärst du dir das, dass du so unter den Pantoffeln dieser Frau gestanden hast, dass du dich hast schlagen lassen, dass du deine ganze Freiheit hast dir nehmen lassen von dieser Frau? Warum? Ja, ich glaube, dass es einerseits an meinem Selbstbewusstsein gelegen hat, zum großen Teil, aber natürlich auch an ihr. Ich meine, ich glaube, dass sie ja zum Beispiel auch immer mit Selbstmord gedroht. Das war eigentlich auch ihre Hauptargumente. Und du bist drauf eingegangen, hast dich da einschüchtern lassen und bist auf den Bluff dann reingefallen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Bluff war, aber sie hat immer damit gedroht, oder nicht. Ja, in der Regel ist das ein Bluff. Ja. Ja. Nochmal zum Punkt schlagende Frauen. Hast du da auch eine Konsequenz aus dieser Zeit gezogen, dass du für dich sagst, also mich fasst keine Frau mehr gewalttätig an? Ja, natürlich. Ich meine, wenn jemand sowas versuchen würde, würde ich das niemand mit mir machen lassen. Ich würde dann natürlich sofort den Kontakt abbrechen. Das ist ja wirklich eine ganz seltsame Sache. Ich höre es ja immer wieder. Ich glaube, dass die Dunkelziffer ganz groß ist von Männern, die geschlagen werden. Und die selbst aber auch gar nicht so sehr darüber sprechen, weil das ist ja in unserer Gesellschaft eine Schmach zum einen und zum anderen ist das Bild der Frau ja irgendwie so positiv geformt, dass man sich ja gar nicht traut, so etwas groß öffentlich zu machen, dass Frauen auch schlagen. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz verbreitet ist. Ich glaube auch, ja. Und es ist auch sehr schwer, darüber zu reden. Ja. Gut, aber du hast die Konsequenzen daraus gezogen. Du bist standhaft geblieben, als sie dich wiederhaben wollte und du hast gelernt daraus, dass so etwas nicht wieder vorkommen soll für dich und dein Leben. Absolut, ja. Ich wünsche es dir von Herzen, Daniel. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Okay, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Diese Frau ist mein Verderben, so heißt unser Thema. Und wenn ihr eine Frau habt, kennt oder kanntet in eurer Umgebung, die vor der ihr Angst hattet, die vielleicht sehr brutal war oder ist oder von der ihr abhängig wart oder seid, überhaupt eine Frau, über die ihr so sagt, das ist eigentlich ein schlimmes Weib. Das ist ein durchtriebenes Weib und die macht mir in meinem Leben extreme Probleme. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Julia, 27 Jahre alt. Hallo. Hallo. Eine Frau erzählt jetzt über eine Frau. Ist so, ne? Ja. Erzähl mal, was ist das für eine Frau, die, von der du sagst, die ist mein Verderben oder war dein Verderben? Also, diese Frau lebt nicht mehr. Diese Frau ist meine Mutter und die ist vor einiger Zeit gestorben. Wie lange ist das her? Das war 95. Ja. Und sie hat sich das Leben genommen und verfolgt mich seitdem irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie es ist. Sehr schwer zu erklären, aber... Du hast an deine Mutter sehr schlechte Erinnerungen. Genau. Ja. Warum?
ja, also ich habe halt immer gespürt, dass sie gelitten hat und sie hat das an uns Kindern ausgelassen und was meinst immer du, warum, mit sich rumgetragen. Was meinst du, warum sie gelitten hat? Das hat sie nie konkret formuliert, aber sie war einfach unglücklich. Sie war todunglücklich. Und du hast bis heute auch keine Idee, jetzt im Nachhinein, was da los war bei ihr in ihrem Leben? Nee, überhaupt nicht. Ja. Also ich rätsele ständig und ich habe erst gedacht, also ich habe 2 Wochen nach ihrem Tod ein Studium begonnen und ich dachte erst, ich könnte das alles nicht. Und so 2, 3 Freunde von mir haben gesagt, das Leben geht weiter und du musst da jetzt durch und so weiter. Und ich habe mir das dann auch eben dementsprechend immer wieder eingeredet. Lass mich noch fragen zu der Vergangenheit. Also du hast keine Ahnung, was da los war, warum deine Mutter so unglücklich, so depressiv war. Nee, aber ich würde es gerne wissen und ich habe halt das Gefühl, alle verschließen sich. Du hast gerade gesagt, und sie hat es an euch Kindern, wie viele Kinder seid ihr, wart ihr? Wir waren zu viert. Zu viert. Und gab es eine Familie, gab es auch einen Vater in der genau, Familie? Ja. Genau. Sie hat es an euch ausgelassen. Mhm. Wie hat sie es ausgelassen? Also sie hatte kein eigenes Zimmer in dem ganzen Haus, sie hatte kein eigenes Konto, sie hatte überhaupt kein eigenes Leben. Alles war auf diese Familie abgestimmt. Gut, so. Das ist in vielen Familien so, dass die Mütter auch nicht ihr eigenes Zimmer haben. Das ist ja nun nichts so Besonderes. Ja, und sie hat unser Leben gelebt irgendwie. Also was heißt das? Sie wollte immer wissen, was wir tun, wo wir hingehen, wann wir wiederkommen. Sie hatte keine Freunde, sie hatte auch keinen Freund. Lass mich unterbrechen. Dieses ist im Rahmen einer Fürsorge von einer Mutter ja auch noch normal, dass sie fragt, wo gehst du hin, wann kommst du wieder? Ne? Ist noch auch noch unter Umständen normal, wenn es nicht gar zu penetrant ist. Ja, also es ist auch eher so ein Gefühl einfach gewesen. Aber wenn du sagst, sie hat ihr Unglück sein an uns ausgelassen, da stelle ich mir irgendwelche Bilder vor, dass die schlecht zu euch war, dass sie euch geschlagen hat, dass sie euch eingesperrt hat oder irgendwas in der Richtung. War das so? Also das war nicht so, aber es war einfach extrem bedrückend permanent. Es konnte sich niemand entfalten in dieser Familie. Ja. Also es musste alles geschah heimlich irgendwie. Also dass sich alle so heimlich mehr oder weniger abgenabelt haben und meine Mutter dann irgendwann vor also dieser Tatsache ins Auge sehen musste, dass ihr Job jetzt erledigt war als Mutter einfach. Also wir halten mal fest, es gab keine Gewalttätigkeiten. Es gab irgendwie so, das stimmt, ja? Es gab so für dich vielleicht auch ein bisschen schwierig auszudrücken, so einen diffusen, permanenten psychischen Druck auf euch. Genau. Warum und wie auch immer. Ja. Aber was macht diesen Druck aus? Ich verstehe es noch nicht so recht. Dieser Druck war eben, also gerade speziell in meiner Position, ich war also die Dritte. Mhm. Und meine beiden älteren Schwestern scheinen das nicht so zu empfinden wie ich. Mhm. Aber ich habe eben das Gefühl gehabt, sie war extrem unglücklich und sie hat sich dann das Leben genommen, sagst du? Genau. Hm. Wie hat sie sich das Leben genommen? Sie hat sich erhängt an unserem Küchenbalkon. Am Küchenbalkon. Wer hat sie entdeckt und gefunden? Also meine jüngste Schwester und ich und meine älteste Schwester und mein Vater. Du selbst auch? Ja. Du hast sie gesehen? Ja. Du hast die Mutter dort am Balkon baumeln sehen. Genau. Hängen sehen. Mhm. Was hat die da? Warst du wie alt ungefähr? 20. Ja. Mhm. Dann sagtest du gerade, das Thema heißt ja, diese Frau ist mein Verderben, ist ja ein schwerwiegendes Urteil, wenn man das über jemanden sagt. Du sagst, deine Mutter begleitet dich quasi bis heute, diese tote Frau. Ja. Und sie funkt und mischt sich in dein Leben ein. Genau. Inwiefern? Erklär mir das mal. Also, wie eben, was ich vorhin sagte, dieses das Leben geht weiter Ding einfach und ich habe eben gedacht, es mildert sich, aber es wird irgendwie immer schlimmer. Also alles Mögliche, was ich erlebe und in Beziehungen und mit anderen Menschen zusammen und auch mit Liebesbeziehungen endet immer wieder an diesem Punkt, wo ich immer das Gefühl habe, da
kann ich mich einfach nicht mehr mitteilen und immer kreisen meine Gedanken darum. Sehr schwer zu verstehen für jemanden von außen. Extrem schwer zu verstehen. Also wenn ich so frage, inwiefern funkt deine Mutter rein, kannst du es gar nicht ganz konkret sagen. Nee, kann ich nicht. Ich habe eben das Gefühl, sie beobachtet mich oder manchmal habe ich auch das Gefühl, sie könnte gleich reinkommen. Also dann schwappt meine Fantasie so über irgendwie. Hast du deine Mutter? Nein, eigentlich nicht. Obwohl ich sie dafür hasse, was sie getan hat eigentlich, dass sie mich unglücklich gemacht hat. Durch den Selbstmord? Ja. Das war das Schlimme zum Schluss, dann was die Krönung des Schlimmen für dich. Ja. Die anderen Geschwister, die empfinden das nicht so sehr wie du. Nein, überhaupt nicht. Du bist die Einzige, die das so empfindet. Genau, also ich hätte mir eine Mutter gewünscht, die einfach stolz ist oder einfach als Frau irgendwie da ist, glücklich ist und... Weißt du, was ich glaube, Julia? Da das doch nicht in ein paar Minuten sehr so ganz konkret zu benennen ist, habe ich ja das Gefühl, dass das doch eher ein sehr verzwicktes, tieferes psychologisches Problem ist, was du mit deiner verstorbenen Mutter hast. Glaube ich. Ist mein Eindruck. Und wenn du sagst, sie verfolgt mich und die Tote lässt mich nicht in Ruhe jetzt in meinem Leben, obwohl sie schon so viele Jahre tot ist, würde ich ganz gern, dass du mit meinem Psychologen ein paar Worte redest. Ich glaube, das ist eher ein Fall wirklich für einen Psychologen. Hast du schon mal in der letzten Zeit psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Ja. Und das hat aber nicht so viel genutzt, höre ich, aus dem doch zögerlichen Jahr, oder? Also, mein Psychologe heute Nacht heißt Johannes. Es kann ja nichts schaden, dass ihr mal ein paar Worte miteinander redet. Es ist ja völlig unverbindlich für dich. Vielleicht kann es dir einen Impuls geben oder einen neuen Ansatz. Ja? Das geht so, dass du auflegst und der Johannes ruft dich an. Okay. Gut, Julia. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und wir machen das jetzt so, okay? Ja. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Jetzt ist der Kai hier und Kai ist 30. Hallo Kai. Guten Morgen, Domian. Ich habe ein kleines Problem mit meiner Ex-Frau. Ja? Sie bringt mich zum Verderben. Ich bin 10 Jahre mit ihr verheiratet gewesen. Lebe jetzt seit einem Jahr in Scheidung, also bin auch von ihr geschieden. Ja. Ich bin von Beruf Kraftfahrer, also im Fernverkehr. Ja. Und immer viel auf Achse. So, meine Frau habe ich in Flagranti erwischt, dass sie mit einem Freier Sex gehabt hat. Also sie hat nebenbei, wo ich am Arbeiten war, ging sie anschaffen. Also ach so. Ist sie auf den Strich gegangen. Ach so. Und hat auch Drogen genommen. Ja, und mein Problem... Das ist ja ein Hammer, wenn die Frau als Prostituierte heimlich arbeitet. Ja, sie hat heimlich nebenbei Geld verdient. Und du keine Ahnung davon hattest? Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Wie viele Jahre hat sie das gemacht? Das hat sie wohl so 3-4 Jahre mittlerweile wohl schon, im 5. Jahr ist sie wohl schon das am Machen. Und du hast nie irgendwie eine Ahnung gehabt oder irgendeinen blassen Schimmer? Ich war nur Wochenende meistens zu Hause und das dann auch meistens nur alle 6 Wochen. Ja. Haben wir uns gesehen, weil, wie gesagt, ich bin im Fernverkehr erfahren. Gut, da konnte sie natürlich viel verstecken und viel kaschieren. Ja. Wie hast du sie denn in Flagranti entdeckt? Erwischt? Also mir haben meine besten Kollegen, mit denen ich früher zusammen zur Schule gegangen bin, haben mir das erzählt. Und ich war eben halt blind vor Liebe. Ich war unheimlich in sie verschossen. Also ich habe meine Frau einfach geliebt. Ich liebe sie heute auch noch. Achso, da hat das irgendjemand rausgekriegt und es dir gesteckt. Ja. Und ich habe das eben halt nicht geglaubt. Ja. Und dann eben halt hatte ich den Vorteil einmal, dass ich von einer Tour eher nach Hause kam als geplant. Ja. Und dann habe ich sie eben halt in Flagranti mit einem Freier in meinem Bett erwischt. Das heißt, sie hat den Freier sogar mit euch in meine Wohnung genommen, ja. Wie war die Szene? Du kommst da rein und siehst dann wirklich das, was dir die Kumpels gesteckt haben. Ja, wie hast du reagiert? Ja, also ich war erstmal perplex, geschockt, hab natürlich gesagt, dem Freier soll mal sich wieder anziehen und mal sehen, dass er hier aus meiner Wohnung kommt. Und dann bin ich eben halt auch rausgegangen, weil ich einfach keine Lust hatte, mit meiner Frau auch darüber zu sprechen. Ich bin ja also aus dem Weg gegangen. Und dann eben halt in der Kneipe und habe mich dann auch volllaufen lassen. Ne? Ach so. Weil ich den Nachteil hatte eben halt, durch diesen freien Tag musste ich am nächsten Tag natürlich wieder fahren. Ne? Dann habe ich natürlich bis 3-4 Uhr morgens eingeschluckt. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ja.
bin dann zu meiner Arbeitsstelle gefahren, auf unserem Platz, ja, und mein Chef wohnt da auch, der hat das wohl mitbekommen, dass ich da betrunken zur Arbeit erschienen bin, hat mich auch gesehen, wie ich in welcher Verfassung ich war, ja, und hat mich dann eben halt auch gefragt, was los ist und so. Und wann gab es denn das erste Gespräch zwischen dir und der Frau darüber? Mit meiner Frau? Hm? Also bis heute noch nicht einmal. Wie? Nicht einmal. Ihr seid jetzt seit diesem Vorfall getrennt voneinander? Getrennt und geschieden. Also weil das hat alles, habe ich alles durch meinen Chef in den Wege leiten lassen. Weil wie gesagt, wenn ich unterwegs bin und ich musste auch wieder raus, bin ich ganz ehrlich, weil ich... Hör mal Kai, das ist ja, ich verstehe, aber das ist ja ein Unding. Da ist man 10 Jahre verheiratet. Ja. Und da passiert dann so ein Knaller, dass du deine Frau mit einem Freier siehst und danach keinen Kontakt. Nein. Keine Auseinandersetzung, kein Gespräch. Gar kein Kontakt, gar kein Kontakt. Im Gegenteil, das Problem ist jetzt mittlerweile... Lass mich noch zwischenfragen, wie hast du dann rausgekriegt, dass sie das schon 3-4 Jahre gemacht hat? Das ist mir erzählt worden. Das ist dir erzählt worden. Ja. Nur ich konnte das nie nachvollziehen, weil ich, wie gesagt, ja immer nur auf Achse war. Bist du nicht unglaublich enttäuscht von der Frau? Ja, auf jeden Fall. Habt ihr Kinder? Auf jeden Fall. Nein, habe ich nicht. Gott sei Dank. Habe ich nicht. Ja, da bin ich auch froh drüber. Da bin ich auch froh. So, drüber. Das ist jetzt ein Jahr her, diese ganze Geschichte. Ja. Und ihr seid quasi, ihr lebt in Scheidung. Wir leben in Scheidung, ja. Dennoch sagst du, die Frau lässt mich nicht los, sie ist mein Verderben. Warum? Sie lässt mich durch dritte Person bedrohen. Inwiefern? Ja, ich habe da noch ein paar Dinge von ihr in meiner Wohnung, also die wir uns gemeinsam in unserer Ehe angeschafft haben, wo sie aber meint, das wäre ihr Eigentum. Und ich bin auch nicht bereit, diese Sachen herauszugeben. Du wohnst in einer neuen Wohnung jetzt? Ich wohne noch in der gleichen Wohnung. Ach, sie? Das ist eine Eigentumswohnung. Und ich sehe nicht ein, dass ich die aufgebe. Und sie, wo wohnt sie? Das weiß ich nicht. Wie hat sich das denn damals geregelt, dass sie dann ausgezogen ist? Das muss man alles über meinen Chef gelaufen. Ach, der Chef hat das dann gemanagt. Alles über meinen Chef in die Wege geleitet, weil ich sagte, ich kann nicht darauf verzichten. Sagt, er ist ein guter Mann für mich und ich kann das aber nicht. Ich muss das alles regeln, dass sie auch rauszieht und so. Ja. Fahr du weiter, sagt er, dann regel ich das schon für dich. Und das hat er dann auch eben dort getan. Also jetzt geht es um irgendwelche, ich sag es mal, pupsigen Gegenstände. Ja, tote Gegenstände, kann man so nennen. Ja. Ne? Wie droht sie dir denn? Ja, das sind, was weiß ich, das ist ein Teeservie oder eine Blumenvase, die man sich mal gemeinsam angeschafft hat, oder ein Computer oder ein Fernseher. Das sind nur so Kleinigkeiten. Für mich im Endeffekt tote Gegenstände. Wie droht sie dir? Für mich? Nee, wie droht sie dir? Du sagst, sie lässt mir von, sie ist wohl da mit einem Zuhälter jetzt zusammen und lässt mich durch diesen eben halt bedrohen um mein Leben. Um dein Leben? Um mein Leben, ja. Also du kriegst Anrufe oder was? Sie lässt durch dritte Personen ausrichten, wenn ich ihr nicht die Sachen rausrücke bis dann und dann, dann schickt sie mir mal ein paar Leute vorbei. Ne? Wie ausrichten? Persönlich ausrichten oder am Telefon? Nee, ja, am Telefon wohl und durch dritte Personen. Ne? Also mein ehemaligen Schulkollegen, der sagt der ja das wohl auch noch mit ihr, der sagte mir das auch. Ne? Pass mal auf, Kai, wenn so eine Katastrophe passiert ist, die man keinem gönnt, weil da bricht dann ein ganzes Jahrzehnt Leben zusammen. Also ich bin ganz ehrlich, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich war sowas von geschockt und ich bin mittlerweile nur noch arbeiten. Ich bin jetzt mal wieder seit fast einem Jahr das erste Mal wieder längere Zeit zu Hause. Ja, will ich dir was sagen. Ja. Wenn so ein Grauen passiert ist und so eine Scheiße passiert ist, dann gib ihr doch um Gottes Willen diesen Kleinkram, das Teeservie oder den Computer oder was weiß ich, um wirklich Ruhe zu haben. Ja. Somit fachst du doch diesen Kleinkrieg immer weiter an, immer weiter an. Du sagst, für dich sind das tote Gegenstände. Ja, im Endeffekt, gib sie ihr. Weg damit. Und dann bist du vielleicht auch die Frau los. Ja, gut. Das stimmt. Da würde ich jetzt nicht mehr verbissen aber sein. Aber ich bestehe auch ein bisschen auf mein Recht. Ne? Ich habe das ja alles bezahlt. Gut, ne? Aber schwamm drüber. Jetzt sind die Nerven sind wichtiger. Ja. Und vor allen Dingen, dass du Ruhe kriegst von der Frau und von der ganzen Geschichte. Ja. So bricht ja immer wieder alles von Neuem auf. Ja. Weg mit dem Kram. Ja. Ja, ich komm einfach nicht darüber weg. Ich liebe diese Frau eigentlich auch noch. Also bin ich ganz ehrlich. Ja, also da solltest du vielleicht dich mal ein bisschen berichtigen. So eine Frau ist nicht mehr liebenswert, die sowas mit dir gemacht hat. Ja, leider nicht. Nee, die ist nicht mehr liebenswert. Leider nicht. Naja, da gibt's aber auch gar nichts zu diskutieren. Ja, gut. Okay. Wollte mich noch herzlich bedanken bei dir. Ja.
lieber Kai. Schick mir mal bitte eine Autogrammkarte, wenn du so nett bist. Machen wir, dann rufen wir dich aber gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay? Alles klar, weiß ich Bescheid, wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke. Und schöne Sendung. Danke, tschüss. Diese Frau ist mein Verderben, unser Thema heute Nacht. Und ich bin jetzt verbunden mit der Claudia und Claudia ist 25. Ja, hi Domian. Hallo Claudia. Von wem sagst du das denn? Über wen? Über meine Mutter. Die Mutter. Ja. Ich habe vorhin das von der Frau gehört, deren Mutter gestorben ist. Und da ist meine Lappalie gegen eigentlich. Erzähl mal. Ich habe eine kleine Tochter, meine Mutter mischt sich nicht nur da in die Beziehung ein, sprich Kindererziehung, sondern sie seit 10 Jahren mischte sich in alles ein. Ich bin extra weggezogen, um eine Ausbildung zu machen, habe da geheiratet, habe da meine Tochter gekriegt und da ging das Verhältnis eigentlich. Man hat sich halt nicht gesehen oder selten gesehen und habe mich dann 2000 von meinem Mann getrennt. Bin dann unter der Voraussetzung, dass meine Eltern sich in mein Leben und in die Erziehung von meiner Tochter nicht einmischen, wieder nach Hause gezogen. Was wahrscheinlich der Fehler war, ne? Ja, leider. Und zwar nach ungefähr einer Woche fing es dann an, egal wer zu Besuch kam, sei es alte Freunde, Freundinnen, die haben sich in alles eingemischt. Mein Papa war mehr im Hintergrund. Und also die Mama ist die Haupt, ist die treibende Kraft. Ja. Wie weit wohnt die Mutter von dir entfernt? Jetzt mittlerweile 22 Kilometer. Ich habe seit einem halben Jahr eine eigene Wohnung wieder. Achso, bist du dann wieder ein bisschen weggezogen von ihr? Ja. Und läuft es aber immer noch? Ja, es ist so, ich bin Vollzeit am Arbeiten, habe Dreifachschicht. Ja. Und ich finde es super toll, dass meine Eltern die Kleine unter der Woche nehmen, dass sie kurz da pennen kann. Tagsüber habe ich die Kleine. Nur es ist trotzdem, wenn ich mit super guter Laune abends die Kleine ins Bett bringen möchte, dann fängt meine Mutter wieder irgendwie über irgendeine Kleinigkeit an zu motzen und dann ist natürlich... Sag mal ein Beispiel von so einer Kleinigkeit. Ach, ja, es sind so viele Sachen, zum Beispiel, wenn die Kurze wieder irgendwas angestellt hat, das ist dann meine Schuld. Ich bin sowieso die Rahmutter schlechthin. Vor einem Jahr haben sie versucht oder mir gedroht, mit dem Jugendamt mir die Kurze wegzunehmen, weil ich mich ja nicht um die Kleine kümmere, um Gottes Willen, nein. Aber da kriegt das ja schon eine ganz andere Ebene. Wenn die eigene Mutter damit droht, hier, wir nehmen dir das Kind weg, wir wollen das Enkelchen zu uns haben. Ja, das sind ja schon harte Bandagen dann, ne? Ja, ist es auch. Da wäre ich als Kind aber stinksauer. Bin ich auch. Also ich habe gesagt, Leute, so nicht. Wir sind erwachsen. Wir können vernünftig darüber reden. Gut, aber dennoch gibst du die Kleine immer wieder zu ihnen und zu der Mutter. Ja, ich kann aber nicht, ich bin froh, dass ich einen Job habe, weil... Und da wird's dann irgendwie, ist es ein Dilemma, ne? Ja, ist eine Zwickmühle. Ja, genau. Dadurch haben sie natürlich auch eine gewisse Macht über dich und dein Leben, indem sie das Kind nehmen. Du wiederum bist angewiesen auf sie, weil du kannst es nicht finanzieren, dass das Kind irgendwo anders hinkommt oder irgendwie. Finanziell schon, nur es ist so, ich fange morgens, wenn ich Frühschicht habe, um 6 Uhr an. Die Kleine geht um 9 Uhr in den Kindergarten. Ich kann sie nicht um 4:30 wecken, um dann irgendwo hinzubringen. Ja, ist klar. Und das ist einfach, ich bin im Moment noch auf meine Eltern angewiesen. Ja, wie alt ist das Kind? 4. 4. Das heißt, sie kriegt das ja dann auch irgendwie schon mit, ne? Ja. Dass da ständig Spannungen sind zwischen Mama und Opa und Oma und so. Ja, es ist auch so, meine Mutter hat vor einem halben, dreiviertel Jahr mal gesagt, als die Kleine dann angefangen hat zu weinen, aber sie wollte nur ihren Kopf durchsetzen, die Kurze hat Angst vor dir. Und Domian, tut mir leid, wenn Natalie am Wochenende bei uns ist, dann ist es einfach so, sie knuddelt mit mir, sie sagt, Mama, ich hab dich lieb und das sagt kein Kind. Also, das heißt, die Oma versucht auch noch einen Keil zwischen euch irgendwie zu treiben. Ja. Aber das ist ja nun doch kein Zustand, Claudia, für eine längere Zeit. Hast du darüber nachgedacht, irgendwie vielleicht doch mit dem Beruf irgendwie was anders zu machen, dass du dich mehr selbst um das Kind kümmern kannst? Ja, ich wollte einen anderen Job machen, nur bringt mir in der heutigen Zeit was. Und ich bin froh, dass ich den Job habe. Und dennoch dann die Frage, wie soll es weitergehen? Ich muss es halt aushalten. Und die Kleine, wenn die alt genug ist, sag ich mal, von der Schule
nach Hause zu kommen und dann, sage ich mal, zwei Stunden noch alleine zu sein. So lange muss ich es halt aushalten. Und wenn meine, ich habe zu meinen Eltern schon gesagt, drohen die mir noch einmal mit dem Jugendamt, sehen sie meine Kurze und mich nie wieder. Dann werde ich die Sachen packen und Hals über Kopf abhauen. Egal wohin, weil es geht nicht. Es ist einfach. Also ich finde auch schon, dass du irgendwo deine Grenze ziehen musst. Jobschwierigkeiten hin und her, klar, ist alles kompliziert zurzeit. Aber irgendwo muss man ja auch sehen, wo bleibt die Qualität, die Lebensqualität für dein Kind und für dich. Ja, natürlich. Die darf ja nicht auf der Strecke bleiben. Und es gibt keine Möglichkeit, dass du sagst gerade auch, dass ihr so quasi wirklich wie erwachsene Leute miteinander redet und sagt, komm, wir versuchen jetzt irgendwie eine gemeinsame Ebene zu finden. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was meine Mutter für ein Problem hat. Sie ist auch im Moment in Wechseljahren und dann kommen die Hormone ja noch dazu. Nur wenn ich mal versuche, mit meiner Mutter zu reden, wenn ich irgendein Problem habe oder so. Ich versuche es ja immer wieder, mal auf eine neutrale Basis. Ja. Und dann macht sie dicht. Entweder hört sie mir mit einem halben Ohr zu oder gar nicht. Und deswegen, von meinem Leben wissen sie gar nichts. Bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch zwei Schwestern. Also, es ist ich also... Ich bin die mittlere. Ja, und verhalten sie sich oder verhält die Mutter sich den anderen Geschwistern gegenüber genauso? Das, was ich mitkriege, nicht. Also meine, die wohnen in Großstädten, wir wohnen auf dem Dorf und studieren beide. Ah, ja. Ich bin so das schwarze Schaf. Ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung durch die Kleine und arbeite in einer Firma als, ich sag mal, in Anführungsstrichen dumme Bandarbeiterin. Und meine Schwestern gehen studieren, ist natürlich was Besseres. Ja, und da, weißt, was ich meine? Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Und dann haben sie wahrscheinlich auch so das Gefühl, mit dir können sie es machen, ne? Ja, ja. Und du bist halt so das Aschenbrödel, ne? Butte. Ja. Und das kotzt mich einfach an. Ja. Also, unangenehme Situation, kann ich gut verstehen. Ist auch sicher nicht einfach, jetzt schnell eine Lösung dazu finden. Nee. Im Moment variierst du und tarierst du dann noch so rum und versuchst es hinzukriegen. Aber hab's wirklich im Auge, dass es nicht zu krass alles wird. Ja, ich denke mal, ich meine, ich bin im Moment solo und ich sag mal, wenn ich vielleicht irgendwann mal den Partner fürs Leben finden sollte, wird es vielleicht auch anders, weil dann habe ich, möchte ja gerne ein vernünftiges Familienleben selber noch aufbauen. Ja. Und ich hoffe, dann wird es auch anders. Nur ich habe mir schon so den Kopf darüber zerbrochen, wie ich die Situation ändern kann. Aber also ich hoffe, dass es einigermaßen gut geht. Bis sich das alles wieder ein bisschen entfusselt da bei euch. Und das ist schon ein mieses Verhalten, finde ich, von deinen Eltern, von deiner Mutter. Vor allen Dingen, wenn sie die anderen Mädels vorzieht, weil die nun irgendwie toll studieren und weiß ich was machen. Liebe Claudia, alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Kann ich auch ein Autogramm haben? Ja, leg mal auf, wir rufen nochmal an wegen der Adresse. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr uns schreiben wollt übrigens oder ein Autogramm haben wollt, einfach an den WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Die Stimme von Claudia hat mich doch gerade sehr an Margarete Schreinemakers erinnert. Ging es euch genauso? Irgendwie so vom Timbre her? Wahnsinnig, ist klar. Aber so eine gewisse Ähnlichkeit war sicher schon zu hören. Thorsten, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Du möchtest auch über eine Frau reden, die nicht gerade so ein erfreuliches Ereignis in deinem Leben ist. Nee, das würde ich so nicht sagen. Also das von Gespräch mit der Julia schon gesagt, diese Frau ist mein Verderben, ist ein sehr schwerwiegendes Urteil. Und ich denke, das ist nicht zwingend so. Man kann sowas auch anders sehen. Ja. Ich lebe mit so einer Frau zusammen, von der ich sage, sie ist mein Verderben. Ja. Das hat sehr viel zu tun mit der Art und Weise, in der wir unsere Beziehung leben, erleben. Du klingst so weit weg. Ist das eine Freisprechanlage? Nee, das ist Handy, weil ich bei Festnetz nicht zu erreichen bin. Vielleicht liegt es daran. Okay, dann geht's auch. Ich spreche ein bisschen lauter, vielleicht ist es dann besser. Genau, ja. Okay. Und das Ganze sehr von solchen Aspekten wie Eifersucht, Besessenheit, aber auch Misstrauen und Anfeindung getragen wird. Und das seit mittlerweile fast 3 Jahren mit einer etwa 4-5-monatigen absoluten Trennung zwischendurch. Und eine Zeit, in der es mir deutlich besser ging auf eine Art,
was aber nicht ausgereicht hat, um mich gänzlich von ihr loszusagen. Wir sind jetzt seit einem Vierteljahr etwa wieder zusammen und also könnte man sagen, dass du der Frau, nehmen wir ein anderes Wort, dass du der Frau verfallen bist? Ja, das trifft das Ganze schon sehr gut, ja. Ja, also da spielt Leidenschaft mit rein, Sexualität mit rein. Ja. Auch, ja. Auf jeden Fall, natürlich. Mhm. Und das ist eigentlich von Beginn an so gewesen. Hat sich nie irgendwie so gelebt, wie ich bis dahin Beziehung erlebt habe, sondern ist von Beginn an etwas gewesen, was sowohl in positiver als in negativer Hinsicht immer sehr schnell sehr hochgekocht ist, wo sehr viele Emotionen reingegangen sind und was dann mitunter auch sehr, sehr abstruse und im Verlauf der Zeit auch sehr, sehr, sehr kranke Formen angenommen hat. Nenn mal als Beispiel eine kranke Form dieser Beziehung. Eine kranke Form dieser Beziehung ist ja allein zum Beispiel die Tatsache, dass wir also so für die Dauer des ersten Teils dieser Beziehung, das waren fast 2 Jahre, eigentlich vom Beginn an beide davon überzeugt waren, das ist nicht gut, was wir da tun, das geht nicht gut. Mhm. Und dann schon sehr früh angefangen sind, uns einfach klar zu machen, wir müssen unsere eigenen Wege gehen, da müssen wir irgendwie dran gehen. Ja. Haben da also fast 2 Jahre für gebraucht, waren dann jetzt irgendwie ein gutes Vierteljahr getrennt und ich habe dann versucht, so mein Leben wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen, was mir vorher gar nicht mehr gelungen war und habe vor diesem Hintergrund dann auch einen Umzug von fast 500 Kilometern gemacht, um einfach auch eine räumliche Distanz noch hinzubekommen. 500 Kilometer Distanz? Mhm. Noch zusätzlich, das waren vorher schon irgendwie fast 200 und dann habe ich nochmal 500 draufgelegt. Ja. Genutzt hat es nichts. Genutzt hat es nichts. Weil sie quasi analog dazu dieselben Schritte gegangen ist und wir sind uns dann mehr oder weniger zufällig wieder auf den Weg gelaufen. Und also sie ist dann auch 500 Kilometer quasi hinterhergezogen wieder? Nicht hinterher, jeder für sich. Also es hat wirklich 4 Monate absolut keinen Kontakt gegeben. Ja, das habe ich verstanden. Aber wo ist sie dann hingezogen? Zu deinen, zu dir? In der Stadt, wo ich auch hingezogen bin. Ach so, ja, das meine ich jetzt, ja. Ja. Und wir sind uns da wieder über den Weg gelaufen und die ganze Geschichte ist wieder von vorne losgegangen. Wenn du also so ein paar Charaktereigenschaften, ganz am Anfang hast du ja schon so ein bisschen gesagt, nennen würdest negative Charaktereigenschaften von der Frau. Also mit dem Negativ tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Es sind zwar Dinge, die mir das Leben nicht nur schwer machen, sondern letztlich dazu führen, dass ich wirklich sage, diese Frau ist mein Verderben, weil ich von ihr einfach nicht loskomme. Ja, dann, also wenn man das über jemanden sagt, dann kann man auch negative Eigenschaften nennen. Negativ nicht. Also ich denke, das ließe sich auch umdrehen. Also wenn, dann sind das Dinge, mit denen ich vielleicht nicht klarkomme. Okay, du. Oder wo wir wechselseitig nicht mit klarkommen. Ah, entschuldige es mal nicht. Also sag mal, ist sie dir zu eifersüchtig? Ja, hast du gerade gesagt. Also Eifersucht ist überhaupt kein treffender Ausdruck dafür. Also das Ganze wird auch sehr getragen von... Sie ist krankhaft. Wahnvorstellung. Also sie ist krankhaft eifersüchtig. Na gut. Krankhaft eifersüchtig bin ich umgekehrt natürlich auch. Na gut, aber da haben wir schon mal eine negative Eigenschaft. Die habt ihr beide dann. Die haben wir beide. Mhm. Und wie sich das auslädt, da wird das Ganze dann insofern extrem als... wie lebt sich das denn aus? Wo wir uns dann streiten. Aus welchem Anlass auch immer. Und das dann in solche extremen Formen überläuft, dass wir uns dann oft 2, 3, 4 Tage gar nicht sprechen, nicht sehen, nur hin und her mähen und uns die bösesten Dinge an den Kopf werfen. Mhm. Geht's auch dann handgreiflich schon mal zu? Per Telefon ist das schwierig, aber solche Dinge hat es auch gegeben, ja. Ja. Mhm. Also da. Also jetzt habe ich mit Mühe und Not eine ganz schlechte Eigenschaft von ihr rausgekitzelt, nämlich dass sie wahnhaft eifersüchtig ist. Sag mal noch eine. Noch eine. Es ist eine gewisse Verbissenheit, Verbohrtheit, natürlich aus Auseinandersetzung als derjenige rauszugehen, der die Oberhand behalten will. Das ist ein sehr versuchsweise, sehr kontrollierter Mensch. Ja, wär's okay, wenn ich sagen würde, die Dame ist egoistisch, egozentrisch, narzisstisch? Narzisstisch weiß ich nicht, egozentrisch auf jeden Fall. Ja. Mhm. Sehr egozentrisch. Würde es dir besser gehen? In deinem Leben wärst du entspannter, wenn es dir gelänge, von der Frau wegzukommen? Ja und nein. Ja. Natürlich auch von mir ein ganzes Stück fehlen. Ja. Brauchst du es auch in gewisser Weise ein bisschen? Mag natürlich möglich sein, dass ich das auf eine Art brauche. Also die Auseinandersetzung als solche mit einem solchen Menschen ist natürlich ein absoluter Kitzel, ist ein Reiz. Ja. Und auch was, wo ich sofort unterschreiben würde, ja, das brauche ich. Kann natürlich auf die Dauer einen auch zermürben und die Nerven völlig zerstören, ne? Es zermürbt, das habe ich in diesen
drei Jahren jetzt gesehen, dass ich in meinem Leben also nicht mehr allzu viel in den Griff bekomme. Mhm. Und dann wird die Sache ernst. Da wird die Sache richtig ernst. Mhm. Also reichen die kleinsten Streitereien, die dazu führen, dass wir uns tatsächlich dann mal einen Tag, zwei keinen Kontakt haben, ja. Dass ich also völlig phlegmatisch werde. Das heißt, ich kriege nichts mehr geschaffen. Das fängt bei, in Anführungszeichen, banalen Geschichten an, wie Nahrungsverweigerung. Ich kann also absolut nicht mehr essen. Ja. Wegetiere regelrecht vor mich hin, also Stiere, Löcher in die Luft, ernähre mich nur von Kaffee, Zigaretten. Ich glaube, du bist so jemand, dem ich jetzt wünschen muss oder müsste oder muss oder es auch werde jetzt, dass es noch schlimmer kommt. Ja. Schlimmer geht das kaum. Ja, nee, doch, das glaube ich schon. Das, ich glaube, man braucht dann irgendwie doch eine Ebene oder ein Level, wo man sagt, jetzt geht's wirklich nicht mehr. Junge, da hat es also mit Sicherheit schon einige Situationen und Momente gegeben, wo ein solcher Punkt erreicht gewesen ist. Gut, dann war es vielleicht immer noch nicht gravierend genug. Dennoch würde ich sagen, wünsche ich dir, weil du gesagt hast, dir wäre es letztendlich für dein Leben wohler, wenn du mit der Frau abschließen könntest. Ne? Das ist eine gute Formulierung, glaube ich, dass du mit ihr abschließen könntest. Dass du das auch wirklich willst. Gut, das mag natürlich sein, dass das rein rational betrachtet der bessere Weg ist. Mhm. Auf der anderen Seite bleibt natürlich ganz viel auf der Strecke und dazu muss ja letztlich auch der Wille dafür da sein. Ich glaube, der ist gar nicht vorhanden. Gut, also, dann wünsche ich dir auch noch den Willen dafür. Lieber Thorsten, alles Gute. Okay. Tschüss. Danke für das Gespräch. Ciao. Diese Frau ist mein Verderben, sagt auch Jörg. Und Jörg ist 34 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Jörg. Hallo. Um welche Frau handelt es sich? Ja, es handelt sich um meine Noch-Ehefrau. Und zwar ist die 10 Jahre jünger wie ich, die ist 24. Ja. Und ja, wir sind seit 5 Jahren verheiratet. Mhm. Und leben jetzt in Trennung, weil wir haben beide gemerkt, dass es momentan absolut nicht mehr geht. Und sie kann es trotzdem nicht lassen, mich permanent noch irgendwie ja, zu belästigen, zu beleidigen und mich ständig unter Druck zu setzen. Wie lange lebt ihr jetzt in Trennung? Ist noch nicht allzu lang. Also das sind jetzt knapp 3 Monate. Ja. Und ja, seitdem ist es natürlich noch extremer geworden, als es vorher schon war. Mhm. Und wie versucht sie dich denn oder wie versucht sie dir das Leben schwer zu machen? Ja, das sind unter anderem Beleidigungen, Behauptungen, die aufgestellt werden. Und ja, das Krasseste und das Neueste eigentlich ist, wir sind zusammen noch zu Bekannten gefahren. Da ist im Endeffekt die Trennung vollzogen worden. Und ja. Ich bin jetzt noch bei den Bekannten und die haben eine kleine Tochter. Ja. Und da wird mir jetzt unterstellt, weil ich Patenonkel von der Tochter werden darf und sie halt nicht mehr, unterstellt sie mir jetzt einfach, beziehungsweise lässt sie es ausrichten an die Bekannten über dritte Personen. Mhm. Ich würde mich an der kleinen Tochter vergreifen. Oh. Ja. Und ich habe das eben auch gerade vielleicht erst eine Dreiviertelstunde vor dem Anruf hier erfahren. Ja. Das hat mich selber jetzt noch so von den Socken gehauen. Ja, das glaube ich aber auch, dass er das aber wirklich in Wallung bringt. So ja, das ist also das schon Übelste, was eine Frau machen kann, oder was jemand machen kann, wenn man jemand anderen so beschuldigt. Ja, sicher, weil ich meine, sowas kann weitläufige Konsequenzen haben. Ja. Ich hoffe, dass deine Freunde das überhaupt nicht ernst nehmen. Nein, ich denke mal, dass sie wissen, dass ich mit der Kleinen ordentlich umgehen kann. Und ja. Ich meine, ich bin jeden Tag bei denen und die merken das auch selber. Ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwo auffällt. Ne? Also, was ist das denn für eine Bösartigkeit in deiner Noch-Ehefrau? Woher rührt die? Ja, ich weiß nicht. Also es ist so, meine Frau, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die hat schon mal bei dir angerufen, vor 2 Jahren war das ungefähr. Wir hatten gemeinsam einen Sohn, der ist verstorben. Und seitdem ist das natürlich noch extremer geworden. Ob es daher rührt, weiß ich nicht. Ja. Dass sie hat sich seit der Zeit natürlich extrem ins Negative verändert. Ja. Und die Trennung jetzt, geht die von dir aus? Ich würde sagen, die geht eigentlich mehr oder weniger von beiden aus. Mhm. Am Anfang war es mehr ihr Verdienst, aber ich habe jetzt selber auch gesagt, es ist besser. Am Anfang habe ich noch an ihr festgehalten. Ja, aber wenn es auch von ihr ausgeht, ja. Woher kommt dann diese bösartige Energie? Eigentlich könnte sie dann froh sein und sagen, okay, er ist weg, wir sind getrennt und wir haben unsere Ruhe. Warum setzt sie jetzt nach und stichelt und macht dir das Leben zur Hölle? Ja, sicher, das liegt wahrscheinlich mehr oder weniger daran, weil keiner kann miteinander und keiner kann ohne einander. Mhm. Ja? Und das ist wahrscheinlich das Hauptübel an der ganzen Sache, weil sie kann weder noch mit mir noch ohne mich. Oder kann es auch sein, dass da so ein gewisser Neidfaktor eine Rolle spielt, dass sie irgendwie denkt, dass du dein Leben dann noch besser auf die Reihe kriegen wirst als sie? Könnte auch sein, weil im Endeffekt ist es
so gewesen, also in den ganzen 5 Jahren hat sie es nicht einmal auf die Reihe gebracht, selber arbeiten zu gehen oder irgendwo dafür zu sorgen, dass der Lebensunterhalt da ist. Ah ja. Ja, ja, und sie hat sich mehr oder weniger, ich sag jetzt einfach mal, durchgelebt. Also ja? Bist du der Lebenstüchtigere von euch beiden? Ja gut, ich meine, ich habe jetzt auch schon seit längerer Zeit bin ich arbeitslos, also von daher gesehen, sagen wir mal, es könnte tüchtiger sein. Aber sie hat mir unter anderem auch mehrere Arbeitsstellen vermasselt, die ihrer Meinung nach zum Beispiel zu weit weg waren, wo sie gesagt hat, nee, das ist mir zu weit weg, es könnte ja passieren, dass du abends nicht nach Hause kommen kannst. Ah, ja. Und das mache ich nicht. Ja, und so, seit drei Monaten jetzt in Trennung befindlich. Ja. Das Allerschlimmste haben wir gerade gehört, dass sie dir unterstellt, dass du an das kleine Mädchen rangrabbelst. Ja. Was gab es denn sonst noch für Unterstellungen, für Sticheleien in den letzten 3 Monaten? Ja, in den letzten 3 Monaten ging es mehr oder weniger dann eigentlich ums Finanzielle. Sie beharrt jetzt mehr oder weniger darauf, dass ich die Hälfte von meinem Arbeitslosengeld ihr noch übergeben soll, obwohl wir halt nicht mehr zusammenleben. Ja. Ja. Und ich hab gesagt, ich sehe das nicht ein, ja, weil wenn wir schon getrennt leben, dann sollte jeder für sich selber verantwortlich sein. Sag mal, wenn am Ende einer Beziehung oder einer Ehe so eine Schlammschlacht stattfindet, das ist ja eigentlich so traurig, ne? Ja, dass, sicher, ja. Dass das, was vielleicht eine schöne Erinnerung doch noch da ist, wird dadurch ja völlig zerstört. Ja, genau. Also sie setzt voll auf Psychologie, sie macht also setzt voll psychologische Taktiken ein. Ja. Sie weiß ganz genau, wo sie anpacken muss. Ja. Ja. Und wenn das nicht langt, dann geht sie halt auf alte Sachen zurück, die da mal waren. Wie willst du dich jetzt, ich meine, du bist ja noch ganz aufgewühlt wegen dieses Vorwurfs, ja, den du gerade erst erfahren hast. Ja. Wie denkst du denn jetzt weiter mit ihr umzugehen? Wie willst du reagieren auf sie und auf allerlei Vorwürfe, die da vielleicht noch kommen? Ja gut, es ist natürlich eine schwierige Sache, da wir ja noch gemeinsam einen Sohn noch haben, der auch noch existiert. Für den muss ich natürlich auch noch denken. Ja, und das bringt mich natürlich wiederum in Schwierigkeiten. Ah, ja. Verstehe. Wie alt ist der? Der ist jetzt 4 Jahre. Und der lebt bei ihr? Nee, der lebt bei ihrer Mutter, weil sie hat den mal alleine gelassen, über Nacht. Ja. Ja, also ich war in Nürnberg damals arbeiten. Ja. Und sie hat nichts Besseres zu tun gehabt, als nachts dahin zu kommen, weil sie der Meinung war, irgendwie, ich würde fremdgehen oder weiß der Geier, was sie da getrieben hat. Ja. Ja, und da habe ich sie gefragt, wo der Kleine ist, und da hat sie mich dann halt belogen, hat gesagt, bei ihren Eltern. Mhm. Ihren Eltern hat sie erzählt, ich hätte ihn entführt, hätte ihn einfach mitgenommen, auch so ein Ding. Ja. Mhm. Und dann hat sich im Endeffekt rausgestellt, er ist in der Wohnung alleine, ja, 24 Stunden. Und ja gut, mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe dann das Jugendamt eingeschaltet, weil ich habe gesagt, so geht's nicht. Und habe den Kleinen rausholen lassen. Ja. Und daraufhin kam er dann zu der Großmutter. Genau. Ja. Und da ist er in guten Händen. Da ist er jetzt in guten Händen, ja. Und wie steht die Großmutter zu eurem Streit? Ist sie mehr auf ihrer Seite oder ist sie neutral? Wesentlich mehr auf ihrer Seite. Also es ist ganz einfach so, dass sie sogar ihre Tochter damit erpresst. Sie sagt ganz einfach, wenn du nicht wieder dahin kommst, also zu uns kommst, nach Hause, kriegst du dein Kind nicht wieder. Ja, oh Gott, das wird ja immer komplizierter. Ja, ja. Ich möchte nicht in deine Haut stecken. Nee, es ist wirklich eine ganz verfahrene Kiste. Kannst du denn nicht jetzt sagen, okay, ich werde jetzt alleinerziehender Vater, der Junge kommt zu mir? Das hatten wir auch schon erwähnt, das hat sogar das Jugendamt schon vorgeschlagen, bloß da hat sie dann wiederum gesagt, sie geht gegen mich vor, wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, das Kind alleine erziehen zu wollen, also das Sorgerecht alleine beantragen. Hm. Hast du dich ja beraten lassen? Noch nicht. Das würde ich dann aber schleunigst mal machen. Liegt dir der Junge am Herzen? Würdest du es gerne machen? Ja. Dann würde ich da aber wirklich Gott in die Welt in Bewegung setzen, dass der Junge dann zu mir käme. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch schon überlegt, jetzt anwaltlich gegen die Frau vorzugehen, weil ich habe gesagt, ein direktes Gespräch hat absolut keinen Sinn mehr. Wobei ich ja wirklich finde, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, zu dem Kai, ich finde, man muss sich hüten, wenn man in eine solche Situation gerät, dass man genauso dämlich draufkommt wie die Gegenseite und dass man sich wirklich in diesem kleinen Kram zerfleischt. Ja. Ich finde, man sollte nur hart sein bei den wirklich gewichtigen Dingen. Also beispielsweise jetzt bei dir mit dem Jungen. Genau. Wenn es um ein bisschen Geld geht oder um Gegenstände oder irgendein unwichtiges Zeug, sollte man großzügig sein, sollte man souverän sein, damit man das Zeug vom Tisch kriegt. Ja, richtig. Ich habe ja auch schon gesagt, also wenn sie was Bestimmtes haben will, kann sie von mir aus alles mitnehmen, ist kein Problem. Ja. Bloß, ich habe gesagt, wenn solche Anschuldigungen kommen und Beleidigungen kommen, dann hört natürlich der Spaß bei mir auf. Ja. Wenn es öffentlich dargestellt wird, als wenn ich mich an Kinder vergreife. Ja, ja, also, da wird der Spaß auf, ja, ne? Ja, da würde ich dann auch auf jeden Fall reagieren. Ja. Ja. Mensch, Jörg, ich wünsche dir, dass du da sagen wir mal, in einem halben Jahr, dass ihr das geschafft habt, einigermaßen da rauszukommen. Und ich wünsche dir, dass du deinen Jungen kriegst. Ja, also wollen wir mal schauen, dass wir das auf die Reihe bringen. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss.
0800 220 5050, Telefonnummer zu unserem Thema Diese Frau ist mein Verderben. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Eberhard, 65 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hier ist Eberhard. Ja. Könnt ihr mich verstehen? Ich habe drei Sprechanlage. Geht es? Ich verstehe es sehr gut. Ja, hallo. Ja. Über welche Frau möchtest du sprechen? Ja, es dreht sich um meine Ex-Frau. Und ja. Folgendes. Ich bin 41 Jahre verheiratet und vor 3 Jahren hat mich meine Frau verlassen. Ja. Warum? Sie wurde am Knie operiert und sagte, du kannst mich nicht pflegen, da ich 40 Jahre selbstständig bin oder gewesen bin bis vor 3 Monaten. Mhm. Du kannst mich nicht pflegen mit deinem Geschäft. Ich gehe zu meiner Mutter. Mhm. Die pflegt mich. Da sagte ich ja nichts dagegen einzuwenden, weil Mutter kann dich sehr gut. Die kann dich sogar vor meiner Frau. Mhm. Aber was heißt pflegen? Nur für eine gewisse Zeit, bis sie wieder... Am Knie, am Meniskus operiert. Ja, Kleinkram, ne? Ja, war im Krankenhaus und konnte dann mit Krücken nicht richtig laufen und so weiter und... musste halt Essen gekocht werden und so weiter und so fort. Ja. Ist dann zur Mutter gegangen? Ist dann zur Mutter gegangen. Ja. Ging zur Mutter und kam nie mehr wieder. Ach, warum? Wegen Reichtum, aber das war geplant. Das war eine geplante Angelegenheit. Wie wegen Reichtum? Ja. Meine Schwiegermutter, die hat irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Hass auf mich, weil ich sie vorher kannte vor meiner Frau, vor ihrer Tochter. Ne? Als die Tochter kennengelernt habe, war die 17. Mhm. Und die Mutter ist sehr attraktiv, die sieht sehr, sehr gut aus. Achso, das heißt, du hattest ein Verhältnis mit deiner Schwiegermutter ganz früher mal? Am Anfang, ganz am Anfang. Also vor vielen, 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 vielen Jahren. Ja, das liegt vor 45 Jahren zurück. Ja. Und sie sieht heute noch Topmodell aus, also sieht aus wie eine Schönheitskönigin, auch Schwiegermutter. Ja. Die haben ja Geld, die können sich liften lassen, machen, tun und Operationen und machen, tun. Also das ist alles vom Feinsten. Da ist eine Villa in Baden-Baden da, da ist alles da. Wie alt ist die Schwiegermutter? Die Schwiegermutter ist 78. Ja. Sieht aber aus wie 50. Ja, ja. Aber mit Busen, mit allen drum und dran, mit roten, langen Haaren und also... Ja, ja, okay. Also vom Feinsten. Gut, aber dann hast du irgendwann dann doch ihre Tochter genommen als Frau. Ja, die habe ich dann 1962 geheiratet. Mhm. Und meine Schwiegermutter hat dann Hass auf mich gehabt. Weil ich ihre Tochter genommen habe, nicht sie. All die Jahre? Ja, ja, all die Jahre. Also war immer ein gespanntes Verhältnis zwischen dir und den Schwiegereltern? Ja, alle Schwiegermutter, ne? Mhm. Der Vater ist ja gestorben, der hat bei uns gewohnt. Ach so. Also ihr Vater, die waren getrennt. Ja. Der kam von Russland zurück, 1956. Ja. Von so. Wissenschaft. Also jahrzehntelang war da eine Spannung zwischen dir und der Schwiegermutter, weil sie das nicht verkraftet hat, dass du die Tochter geheiratet hast. Sozusagen, ja. Ja. Sie wäre ja also für was Größeres auserkoren gewesen. Ne? Ja. So, jetzt ist deine Frau wieder zurück zu ihrer Mutter, die steinreich ist. Die hat im Leben noch nie gearbeitet. Deine Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Mhm. Und du glaubst, dass deine Frau zurückgegangen ist, weil sie nur so das Erbe bekommt irgendwann? Ich habe ihr immer freien Lauf gelassen. Ich habe ja nicht ihrer Mutter verboten, nichts, gar nichts. Mhm. Wir haben sich jeden Dienstag, habe ich freien Tag gehabt und sie waren dann einkaufen, Shopping vom Feinsten, nicht? Ja. Und da liegen also noch heute ihre ganzen Klamotten bei mir, vom Ocelot und alle Pelzmäntel, 25 Stück. Und alles liegt noch alles bei mir, hat sie gar nicht mitgenommen, brauche ich nicht. Habe ich das jetzt so richtig verstanden, Eberhard, dass sie wirklich weggegangen ist, ja? weil sie scharf auf das viele Geld ist? Nein, ihre Mutter spielt ihr das schöne Leben vor, wie man das macht. Mhm. Also sprich Schwiegermutter, ihre Mutter, ne? Ja, ist mir klar. Das heißt, aber... Schöne Leben vor, wie macht man das? Wie tut man das? Schau mich an, wie ich aussehe und schau mich an, was ich habe. Aber sie muss sie doch dennoch geködert haben mit vielleicht doch mit noch mehr Geld oder mit einer in Aussicht gestellten Erbschaft vielleicht, oder? Das noch dazu kommt. Das dazu. Das heißt, wenn sie bei dir geblieben wäre, deine Frau... Das heißt, dann hätte sie nicht so seine finanzielle Unterstützung bekommen, wie jetzt wahrscheinlich. Und auch keine so große Erbschaft eventuell irgendwann mal. Ja, dass es aufs Geld scharf ist, das ist ja klar. Das liegt schon in dem Blut, in der Natur, das ist schon klar. Ne? Aber 41 Jahre ist es, ich sag mal, mehr oder weniger gut gegangen, dass deine Frau bei dir geblieben ist. Ja, wir haben es auch sehr gut verstanden und wunderbar. Es hat nie Theater gegeben, nicht Zirkus. Wir haben einen Sohn mit 39 Jahren. Ja. Und es war super, super gewesen. Hast du denn jetzt Kontakt zu deiner Frau? Nein, gar keinen. Das heißt, nach dieser Operation am Meniskus ist sie auf und davon, mehr oder weniger? Ich habe dann Detektive eingeschaltet. Ja. Und um rauszukriegen, wo sie überhaupt wohnt, ja, mit wem sie wohnt und was sie macht und was sie tut. Und dabei kam raus, dass sie bei der Mama ist? Nein, sie hat einen Freund.
so. Klar hat in Baden-Baden. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Ja, und fährt Jaguar und vom Feinsten. Ah ja. Mensch, jetzt sind bei dir auch 41 Jahre Beziehung, Ehe, Liebe zusammengebrochen. Richtig, alles. Wie fühlst du dich? Sagen wir es mal gelinde ausgedrückt, bescheiden. Ja, ja, das glaube ich. Du bist 65 Jahre alt. Ja. Da guckt man ja dann doch wirklich schon auch auf sein Leben zurück. Und wenn dann so etwas passiert, dann fragt man sich ja, was habe ich denn da für eine Frau an meiner Seite gehabt, ne? Ja, das ist das Problem. Man kann nachts nicht schlafen und man hat also Probleme. Deshalb habe ich auch Domian angerufen. Ja. Weil ich sehe die Sendung öfters und häufig, ist sehr, sehr nett. Ja. Und mal darüber zu diskutieren. Ich habe ja keinen Partner, ich habe keinen Bruder, ich habe keine Schwester, keine Eltern, nichts, gar nichts. Kein Freund, mit dem man so drüber reden kann? Das habe überhaupt niemanden. Musst du alles mit dir alleine ausmachen? Ja. Hast du Hass auf die Frau? Nein, ich liebe sie immer noch. Immer noch. Hast du Hoffnung, dass sie nochmal zurückkommt? Ich glaube nicht, dass es nochmal passen würde. Ja. Aber ihr seid ja noch verheiratet, ne? Noch verheiratet, ja, ja. Und das soll auch so bleiben? Von mir aus, ich habe nichts dagegen, ne? Sie ist ja bei mir krankenversichert, sie hat ja noch alles von mir, ne? Hat ja Ansprüche noch von mir und alles Mögliche, ne? Ja, aber du habe ich gerade verstanden, auch, du bist auch kein armer Mann, ne? Ich bin arm. Du bist arm? Ja, ja. Ja. Mhm. Das arm. Heißt also, sie kann sich jetzt ein Leben leisten, was sie vorher überhaupt nicht hat machen können, alles. Von ihrer Mutter wurde das alles schon jahrzehntelang vorgespielt. Mhm. Aber während die Ehe lief, floss denn dann doch schon mal auch ein bisschen Geld von der Schwiegermutter zu euch hin oder war der Hahn zu? Zu ihr. Zu ihr, hat das schon. Wurde eingekleidet, gemacht, getan. Mhm. Sag, bei mir liegen jetzt noch an den 15 Pelzmäntel rum und ja. Die hat ihr Klamotten gar nicht mitgenommen. Ja. Ich habe also einen Kleiderschrank, der hat 16 Türen, davon sind 10 von ihr. Ja, ja. Mhm. Und sie hat die Klamotten gar nicht mitgenommen, hat gesagt, ich brauche das nicht. Hast du diese Frau mal, du sagst, dass du sie jetzt immer noch liebst, aber gab es Zeiten, wo du sie über alles geliebt hast, wo du sagst, das ist wirklich mein absoluter Lebensinhalt, das ist... Das ist eine Schönheit, ich habe sie geliebt, mhm. Von Natur aus, vom Körper aus und von der Intelligenz aus. Mhm. Hast du eine Ahnung, wann es irgendwie so einen Bruch gegeben hat bei ihr, wenn du jetzt so die Jahre zurückdenkst? Gibt es da so Ereignisse, wo du sagst, ja, da stimmte auch schon was nicht, da war irgendwas in Ordnung? Nun ist Folgendes... Wenn ich jetzt im Nachhinein zurückdenke, in den letzten 3 Jahren, wir sind jetzt 3 Jahre getrennt, ja. Zurückdenke, sie hat also nie gearbeitet, mhm. So wollen wir es so sagen, geputzt oder sauber gemacht oder sonst irgendwie was. Ne? Mhm. Hat ein Lokal 20 Jahre, bis vor 3-4 Monaten, und da hatte ich ja Putzfrauen und Putzkommando und was so alles anfällt, vom Fensterputzen bis zum Keller und, ja. Und wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, und sie hat also nie die Finger dreckig gemacht, ne? Sie ging dann Shopping machen mit ihrer Mutter. Also, eigentlich bist du jetzt ein gebrochener Mann dadurch, ne? Ja, ja. Was da passiert ist. Mhm. Und dann hatte ich noch einen Unfall. Bin Koch vom Beruf. Ja. Spreche mehrere Sprachen, spreche perfekt Französisch. Ja. Und bin Koch vom Beruf. Habe übrigens auch in Baden-Baden, St. Moritz, Zugspitze und so weiter und so weiter und so weiter gekocht. Ja. Und ich habe für meine Frau immer gekocht. Ja. Ich koche Französisch und so weiter. Meine Frau hat sich also praktisch nie ums Essen kümmern müssen. Das habe ja fast immer ich gemacht. Also Eberhard, jetzt geht meine Sendung gleich vorbei, zu Ende. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ich kann dir von meiner Seite auch sagen, dass mir das sehr, sehr leid tut, was dir da passiert ist. Hört sich alles nicht gut an und es gibt da wahrscheinlich nicht viel Hoffnung. Nein, ich wollte bloß mal einen Gesprächspartner haben. Ja. Wenn du möchtest, können wir dich auch gleich nochmal zurückrufen. Ich habe den Fernseher ausgemacht, beziehungsweise leise gemacht. Ja. Wenn du möchtest, rufen wir dich gleich nochmal an, okay? Ich bedanke mich recht herzlich. Okay, alles Gute, Eberhard. Danke. Tschüss. Weiß, ne? In der Technik, Michael Jansen, morgen mit einer freien Themennacht hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen morgen. Tschüss.